Hat diesen Fall vorgestellt. Eine Firma soll illegal Inseln und Kiesbänke in der Agger weggebaggert haben. Die zuständige Kölner Bezirksregierung, die wusste angeblich von nichts bis zu unserem Beitrag. Neue Recherchen der Lokalzeit, die zeigen aber jetzt, die Kölner Bezirksregierung, die wusste spätestens seit dem vergangenen Oktober, dass in der Agger gebaggert wurde. Unternommen hat sie aber offenbar nichts. Der Umweltverband BUND hat jetzt die Landesregierung aufgefordert zu untersuchen, warum die Bezirksregierung die illegalen Arbeiten nicht gestoppt hat. Wasserexperte Paul Kröfkes von der Umweltorganisation BUND beobachtet genau, was sich an dem Wasserkraftwerk in Engelskirchen-Ohlgrünscheid tut. Hier hat der Betreiber ein neues Stauwehr eingebaut. Während der Bauarbeiten wurden Teile der Agger zugeschüttet. Im Flussbett entstanden Bautrassen und Bauplattformen für Bulldozer und Kräne. Laut Kölner Bezirksregierung hatte der Wasserkraftbetreiber keine Genehmigung, im Flussbett Kies abzubaggern oder aufzuschütten. Offenbar hat die Bezirksregierung aber nicht überprüft, ob die Vorschriften eingehalten wurden. Das sind Versäumnisse ohne Ende, die jetzt aufzuklären sind. Und wir haben uns in dieser Hinsicht auch an das Ministerium gewandt und werden eine wirkliche Organisationsüberprüfung der Bezirksregierung verlangen, weil hier offensichtlich von vorn bis hinten Fehler gemacht worden sind und systematisch weggeschaut worden ist. Erst nachdem die Lokalzeit vor 4 Wochen berichtet hatte, dass auch eine Insel während der Bauarbeiten verschwunden war, reagierte die Bezirksregierung. Sie untersagte dem Betreiber sämtliche Bauarbeiten. Zitat: Eine Ordnungsverfügung und die Einleitung eines Bußgeldverfahrens befinden sich in Vorbereitung. Erst jetzt lässt die Bezirksregierung prüfen, ob durch die Bauarbeiten Schäden für das Gewässer entstanden sind. Dabei hätte die Bezirksregierung die Arbeiten bereits im vergangenen Jahr stoppen können. Anwohner hatten sich damals nämlich schriftlich über die Bautätigkeit im Flussbett beschwert. Die Bezirksregierung wies die Beschwerden damals zurück. Zitat: Die Konstruktion, die Sie fotografiert haben, ist für den Einbau des neuen Wehres erforderlich. Dass die Betreiber keine Genehmigung für die Arbeiten im Flussbett hatten, interessierte die Bezirksregierung anscheinend nicht. Sie hat offenkundig zugelassen, dass in dieser massiven Art und Weise hier im Gewässer gearbeitet worden ist und massiver Schaden angerichtet worden ist. Um zu wissen, was an der Agger vorgeht, hätten die Beamten nur ins Internet gucken müssen. Bei Google Maps wurden im vergangenen Jahr diese Fotos von den Arbeiten im Bett der Agger veröffentlicht. Fragen der Lokalzeit, warum die zuständige Abteilung die Baustelle nicht überprüft und Hinweisen nicht nachgegangen ist, wollte die Bezirksregierung nicht beantworten. Begründung: laufende Verfahren im Zusammenhang mit dem Aggerkraftwerk. Und jetzt muss das Umweltministerium in Düsseldorf klären, weshalb der Betreiber des Wasserkraftwerks vollkommen ungehindert die Agger umgraben und als Baustraße benutzen konnte. Autos mit